Grüß Gott, Frau Kegele! Grüß Gott, Frau Peters! Sie haben da so viele Flaschen rumstanden, Frau Kegele, sind Sie jetzt Alkoholiker geworden? Nein, nein, Frau Peters, das ist bloß ein Reinigungsmittel. Trinken Sie jetzt Reinigungsmittel oder was machen Sie da jetzt damit? Nein, nein, das Mittel, das heißt Rotwarfind. Ah, für die perfekte Kehrwoche. Ja, ein Tröpfel aufs Rotwar und es glänzt wie ein Silbertablett. Was? Ein Tröpfel aufs Rotwar? Machen Sie es mal, Frau Kegele. Dann nehme ich doch jetzt das Fläschle und du bloß ein Tröpfel. Auf das Tropfbar tröpfeln lassen. Ah, wunderbar, Frau Kegel, und mit es glänzt. Oh! Ja, Frau Peters, mit der Kehrwoche kann man sich sehen lassen. Ah, darf ich auch mal das Tropfbar für die Mittel ausleihen, Frau Kegel? Ah, da nehmen Sie das Fläschle. Aber sparsam, du sie. Ah, dann gehen wir doch gleich mal rüber, auf die andere Straße seid. Da klotzen Sie, Frau Kegel. Mein Tod war hat's nötig. Aber bloß ein Tröpfle, Frau Peters. Weil das Tod war, ist das reinste Schlammloch. Ah, da muss man schon mal kräftig mit dem Mittel rumspritzen. Nein, nein, Frau Peters. Bloß ein Tröpfle. Heißt nämlich halt auch das Fläschle. Bloß ein Tröpfle. Und kipp das ganze Mittel drauf. Nicht, Frau Peters, nicht. Ah, jetzt fangt es an zu reinigen. Jetzt gibt es einen großen Riss. Ja, das Mittel, das reinigt durch bis in die Tiefe. Ah, das reinigt der Erdbeben, ist das, Frau Kegele? Ja, und das reinigt immer tiefer in die Erde hinein. Ich habe Angst, Frau Kegele. Es ist fertig. Ein tiefer Riss ist schon mal ein Trottwagen. Ja, vielleicht hört sie aber da unten. Hallo! Mit einem Haufen Butter ist er bekannt.